Es ist Herbst in Südfrankreich und die Pyrenäen zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Diesmal möchte Halali-Redakteurin Ilka Dorn auf Gamsjagd gehen. Sie entscheidet sich, ihr Jagdglück in die bewährten Hände des Jagdreiseveranstalters Pierre-Jean Lacombe zu legen, den sie bereits von ihrer letzten Frankreich-Reise her kennt. Ausgangspunkt der Pirsch ist die kleine Ortschaft Le Cla. Ein kleines Dörfchen am Ende einer Straße, in der die Zeit still zu stehen scheint. Es ist noch früh am Morgen, als Pierre-Jean und Ilka auf Jagdführer Cédric treffen. Ein paar Mitglieder der hiesigen Jagdgesellschaft haben sich gleichzeitig zu einer kleinen Drückjagd auf Sauen verabredet. Und so sind sie nicht die einzigen, die so früh bereits auf den Beinen sind. Pierre-Jean verabschiedet sich noch von den beiden. Und dann machen sich Cédric und Ilka alleine auf die Jagd. Die Hochebene am Rande des Dorfes ist die ideale Ausgangsposition für die Pirsch. Das tagaktive Gamswild hat sich bereits von den Wiesen in die halbhohe Deckung am Ende des Plateaus zurückgezogen und kann dort verhältnismäßig bequem von oben angegangen werden. Cédric legt ein gemächliches Tempo vor und die beiden Jäger kommen gut voran. Nach etwa 20 Minuten haben sie den Rand der Hochebene erreicht. So einfach und bequem die Pirsch auf dem Plateau sich auch darstellt, umso schwieriger wird es, je näher Cédric und Ilka an die Kante der Hochebene gelangen. Steile, zerklüftete Felsen fallen nahezu senkrecht nach unten ab. Und die Landschaft zeigt sich hier mal ganz kahl und schroff und dann wieder urwüchsig und wild mit halbhohen Büschen und Sträuchern bewachsen. Ein perfektes Habitat für das Gamswild. Immer wieder halten Cédric und Ilka inne, glasen die Flächen unter ihnen ab und halten Ausschau nach einem reifen Gamsbock. Wild kommt genug in Anblick, doch das passende Stück ist noch nicht dabei. Und so machen sich die beiden Jäger wieder auf, um von der Hochebene aus den Plateaurand zu erreichen und die jeweiligen Abhänge unter ihnen abzusuchen. Thank you.
Sobald die Jäger jedoch die bequeme Hochebene verlassen müssen, wird es gleich hochalpin. Hierbei wird die Waffe komplett entladen und auf den Rücken geschnallt, damit man beide Hände frei zum Klettern hat. Loses Geröll auf hartem Fels macht die Kletterpartie nicht gerade einfacher. Nahezu senkrecht geht es dabei nach unten. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind dafür unbedingte Voraussetzungen. Und Cedric macht dies nur ungern mit seinen Gästen. In der Regel kommt dies jedoch eher selten vor. Meist erfolgt der Großteil der Pirsch bequem von der Hochebene aus. Dabei nähert man sich dann vorsichtig dem Rand des Plateaus und sucht die unter einem liegenden Flächen ab, bis man auf passendes Wild stößt. Die Sonne steht schon hoch am Himmel, als die beiden Jäger wieder an der Kante der Hochebene entlanglaufen. Mittlerweile etwas unvorsichtig geworden, treten sie an den Rand und glasen die Fläche vor ihnen ab, als Cedric endlich einen passenden Gamsbock entdeckt. Doch jetzt müssen die Jäger näher heran und es ist eine Frage der Zeit, wann der Gamsbock zwischen den Felsen und dem Gebüsch wieder verschwunden ist. Ilka lädt ihre Waffe fertig und eine kurze, aber anstrengende Pirsch beginnt. Thank you. Welch ein Moment. Nur ein paar Minuten später und der Bock wäre vielleicht wieder verschwunden gewesen. Jetzt machen sich die beiden Jäger auf den Weg nach unten, das Stück zu versorgen und zu bergen.
Den Gamsbock im Rucksack genießen die beiden Jäger den Weg zurück zum Hochplateau und zu der kleinen Ortschaft, wo Cedric das Auto abgestellt hat. Während Cedric gleich oben an der Jagdhütte das Wild zerwirkt, hat Ilka Zeit, in aller Ruhe den Tag ausklingen zu lassen und bei untergehender Sonne die atemberaubende Schönheit der Pyrenäen zu genießen.